Let's play Pokémon Mystery Dungeon. Team Rot geht weiter und wir stehen, so wie es aussieht, kurz vor dem großen Kampf mit Groudon. Das ist Ursula! Bist du in Ordnung? Ihr seid das also. Was war das? Bleibt zurück. Mit diesem Gegner ist nicht zu spaßen. Woho. Hier kommt es. Hä? Es kommt? Wo? Simsala! Er ist weg! Simsala ist weg! Vielleicht wurde er besiegt? Nun liegt es an uns. Aber ich werde nicht kampflos aufgeben. Nagi, geben wir unser Bestes. Warum zum Teufel steht der da hinten? Und ich bin nicht geheilt, das ist ja wieder super duper. Was mache ich mal am besten zuerst? Die Orbs funktionieren hier ja nicht. Ich schicke dir mal einen Blubber entgegen. 6 Schadenspunkte. Ist ein Witz, oder? Okay, erstmal attackenmäßig was ändern. Yukitero, deine Kugel wird uns noch retten. Das macht ja so gut wie gar nichts. Ich habe jetzt schon lange vor dem großen bösen Groudon. Biss. Das andere ist ja jetzt alles durch die Sonne zu uneffektiv. Yes. Nein, das war schon alles. Yukitero, streng dich mal an. Hier steht nicht nur unser Leben auf dem Spiel, sondern das aller Pokémon. Was bist du bloß für eine Lusche? Ja, bis. In der Hoffnung, dass ich Groudon mal leben kann. Woho! Nicht noch Tempoverlust, das ist schlecht. Nein! Na gut, dafür normalisieren sich wenigstens wieder die Statuswerte. Biss! Ja, komm noch ein bisschen! Wir schaffen das! Ja, wir haben Groudon aufgehalten! Und dafür gibt es einen tollen Levelanstieg. Für dich gibt es keinen Anstieg, Yukitero. Sorry, du hast von mehr gearbeitet als ich, aber... Wow. Da sind ja die drei. Sieh mal, da ist Simsala. Und da sind auch Glurak und Despota. Habt ihr es geschafft? Was ist mit Groudon? Geht es euch gut? Ja, alles in Ordnung. Es geht mir gut, aber wir müssen diesen Ort sofort verlassen. Was ist mit Groudon? Wird es ihm gut gehen? Ist das deine einzige Sorge? Eure Sorgen sind unbegründet. Es wird nur allzu bald wieder erwachen. Es war wütend darüber, aus seinem Schlaf gerissen zu werden und hat die Kontrolle verloren. Es sollte sich beruhigen. Wah! Ein weiteres Beben! Hinaus! Schnell! Lass mir Groudon einfach mal da liegen. Nachdem Groudon beruhigt war, verließ das Team von Nagi den Dungeon und kehrte mit Simsalas Team zum Pokémon-Platz zurück. Oh, bin ich froh, dass das überstanden ist. Und auf dem Platz... Ist das Team von Nagi schon zurück? Schau, da kommen sie! Es ist wahr, Schätzchen! Lasst uns gehen!
Großartige Arbeit, Nagi. Ihr habt Groudon wirklich besiegt? Schätzchen, das ist ja fantastisch. Ich bin ganz hingerissen. Ah, jetzt wartet mal eine Sekunde. Wo weiß jeder von euch, was passiert ist? Pelipper hat schon eine Extra-Ausgabe der Pokémon-Zeitung herausgebracht. Ihr seid wesentlich stärker geworden, als ich erwartet hatte. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ihr wart großartig. Wir sollten uns demnächst mal zusammenschließen. Ihr habt euch damit großen Respekt erworben. Euer Retterteam Ala Alba ist wirklich erstklassig. Ihr könnt zu Recht stolz darauf sein. Yukitero, Nagi. Nagi, das ist einfach großartig. Jede Anstrengung von uns hat sich ausgezahlt. Schaut euch das an. Dass Groudon ausgerechnet von so einer Heulsuse besiegt wurde. Was war das? Huch, was war das? Einen Moment lang dachte ich, ich hätte was gehört. Oder bilde ich mir das ein? Nein, ich habe es auch gehört. Ich auch. Sogar jetzt höre ich es. Spricht da jemand? Keine Ahnung. Diese Stimme. Ich kenne diese Stimme. Diese Stimme, ganz sicher. Das ist die Stimme von Xatu. Xatu? Ja, natürlich. Telepathie. Xatu ruft uns alle mittels Telepathie. An alle Pokémon. Ich wende mich an alle Pokémon. Schrecklich ist es. Vom Himmel fällt ein Stern. Vom Himmel fällt ein Stern. Er ist riesig. Ein riesiger Stern. Der Stern, er fällt. Er fällt direkt auf uns. Oh oh, das wird nicht gut enden. Naturkatastrophen. Von ihnen gab es viele. Das Gleichgewicht der Welt wurde ins Ungleichgewicht gebracht. Der Grund ist der Stern. Der Stern, der langsam immer näher kommt. Wenn er noch näher kommt, wird er auf unsere Welt schlagen. Eine schreckliche Aussicht. Etwas muss getan werden. Xatu, sprich zu uns. Kann man den fallenden Stern aufhalten? Es gibt einen Weg. Um den Aufprall zu vermeiden, gibt es nur eine Lösung. Frag Rayquaza. Rayquaza? Was ist das denn? Ein Pokémon, das hoch über uns, nahe dem Himmel lebt. Ein legendäres Pokémon. Bittet Rayquaza, den fallenden Stern zu zerstören. Doch hoch, hoch in den Lüften lebt Rayquaza. Kaum bekannt und nie gesehen. Der Himmel. Wie kommen wir dorthin? Simsala und ich werden einen Teleporter erstellen und Pokémon in die Lüfte senden. Aber der Himmel ist ein Ort über den Wolken. Was wird aus den Pokémon, die wir dort senden? Selbst ich habe keine Antwort. Dann machen wir das. Wir gehen. Auch ich denke, dass es niemand außer euch schaffen würde. Doch. Seid ihr sicher? Niemand kann voraussehen, was euch jenseits der Wolken erwarten wird. Wir erwarten Gefahr. Es ist mein Wunsch, dass alle Pokémon in Frieden leben können. Yukitero, Nagi, hört ihr? Hier ist Xatu. Wir werden es diskutieren, Simsala und ich, wie wir unseren Teleporter verstärken können. So, morgen ist es soweit. Bis dahin ruht euch aus. Ein letztes Wort noch. Gefahr liegt vor euch. Ihr dürft nicht scheitern. Übertrefft euch selbst. Kein Problem. Wir machen das schon. Stimmt's, Nagi? Lass uns gehen. Ho, ho, ho. Das wird dann wohl das letzte große Abenteuer. Und das letzte, was ich jetzt noch tun sollte, ist, mich gut auf diese Reise vorzubereiten. Also, werde ich das bis zum nächsten Video machen. Und dann steigen wir in den Himmel empor. Bis dann.